Servus Leute und willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2 Octo Expansion. Wir haben beim letzten Mal die Linie C abgeschlossen und, naja, leider auch die ernüchternde Erkenntnis gemacht, dass es anscheinend noch eine Linie J gibt. Und wenn I schon komplett geisteskrank war, dann bin ich schon gespannt, was mich dann auf Linie J erwartet. Vielleicht ist es auch erst der Abschlusskampf, ich weiß es nicht. Zumindest ist sie noch nicht sichtbar. Aber das kann mir derzeit egal sein, wir machen jetzt erstmal laut Buchstaben weiter und das ist die Linie D. Und da fängt es mit der Aufgabe, knall ihnen eine, aber nur eins, Boxarena, zerstöre alle Kisten mit nur einem Schuss an. Da hell. Einen Schuss und das war's. Okay, was kann die Waffe? Ach, das ist eine Sniper, ja super. Genau so, wie ich es will. Alle Kisten mit einem Schuss. Hat nicht ganz funktioniert. War aber nicht schlecht. Ich muss das noch ein bisschen besser timen. Jetzt. Nee, oder? Auch wieder die zwei Ecken. Aber das ist die einzige Aufgabe, oder wie? Hey, lol. Da ist ein Gamecube-Controller. Ah, ja, ist er doch. Ja, sicher. Und auch NES und sowas. Geil. War das schon immer so? Wenn ja, habe ich es nie gemerkt. Tut mir leid an der Stelle. Jetzt aber. Ernsthaft. Es bleibt immer zwei oder so übrig. Ja, verdammt. Weil die Mitte ist halt die beste Taktik, finde ich. Wenn ich jetzt treffen würde auch. Jetzt komm. Es gibt's nicht wieder am Rand. Ich war ein Stückchen zu früh. Nein, zu spät. Ah, wieder, jetzt ist links wieder, ja. Verdammt. Ey, das ist echt nicht leicht. Aber es ist eine schnelle Mission auf jeden Fall. Das Problem ist, es wird mir jetzt jede Menge Cornichon-Punkte kosten. Also ich bin so treffunsicher bei sowas. Vor allem, wenn es um die Sniper geht. Jetzt aber komm. Es ist wieder eine Kiste, das gibt's doch nicht. Aber die untere bewegt sich als erstes, dann muss ich mit der wahrscheinlich anfangen. War wieder nix. Ich verstehe nicht ganz wie. Ah, verdammt! Doch, man muss unten anfangen. Deswegen fängt die untere auch als erstes an. Ich muss das genau zentral passieren. Jetzt. Nee, das war wieder ein Stückchen zu früh. Sogar noch schlechter als vorhin. Also wenn wir dann nicht auf 10.000 Cornichon-Punkte runterfallen, dann weiß ich auch nicht. Nee! Nicht getroffen. Das darf nicht wahr sein. Es ist immer diese eine Kiste. Also diese Eckkisten sind halt echt ätzend. Ey komm, das ist eine Aufgabe von ein paar Sekunden, wenn man es first tried. Ja! Jetzt haben wir's. Nice. Zwar wieder mehr Punkte verloren als gewonnen, aber egal. War eine kurze und knackige Mission, so will ich das haben. Linie D ist auch nicht so sonderlich lang, sehe ich auch gerade. Und hier ist ein Viereck. Bedeutet, hier ist die Linie. Die, was wir noch brauchen. Oder wo zumindest das Dingsbums sein sollte. Wo die Schnalzbänder abhängen. Schnalzach. Nutze deine Haupt- und Sekundärwaffe, um es zum Ziel zu schaffen. Ist wahrscheinlich wieder eine längerwierige jetzt. Ich meine, wenn ich an die letzte Folge denke, mit diesen unsichtbaren Blöcken. Alter, war das geil zum einen, aber auch richtig ätzend zum anderen. Und es ist ein Kleckskonzentrator. Na super, Sniper wieder. Aber nichts auf Zeit oder ähnliches, das heißt, ich soll es schaffen. Vor allem, es fängt doch gleich direkt ganz einfach an, also bitte. Ich meine, die könnten natürlich auch komplett übertreiben.
Tun sie aber zum Glück nicht. Nee, das geht anders. Wartet. Ja, genau. Ist die einzige Methode. Nein, bisschen zu spät. Das muss ich in der Luft noch direkt machen. Nein, schon wieder nicht. Obwohl, es könnte man anders auch schaffen. Einen Augenblick. Ja, nein! Ich wurde zurückgebounced. Okay, das wäre wieder ein Stückchen zu spät. Aber mit der Bombe geht es ein bisschen einfacher. Natürlich, das wäre die ganz einfache Methode, aber irgendwie funktioniert das nicht ganz. Ey, wenn ich jetzt schon wieder sowas scheitere. Das gibt's doch nicht! Und wieder verkackt. Die Bombe war ein bisschen zu weit, glaube ich, ja. Die ist immer mehr explodiert. Och man. Ich bin so untreffsicher bei sowas. Ja, verdammt. Ich glaube, ich muss einfach stehen bleiben. Nee, nicht ganz. Ein bisschen runter zumindest, aber. Stimmt, ich kann die ja da einfach auch raufwerfen. Ach, wieder ein Stückchen zu spät. Das kommt davon, wenn bei mir der Ton ein bisschen verzögert ankommt auf der Elgato. Jetzt habe ich's. Hat jetzt ziemlich lange gedauert. So, da ist wieder eine Sniper, die es wissen will. Nicht mit mir, Kollege. Also bisher bin ich wieder nur mehr an mir selbst gescheitert, anstatt an irgendwas anderem. Verdammt. Das ist auch wieder sehr, sehr gemein. Muss echt alles treffen wieder. So, jetzt bin ich durchkommen. Nein! Wieso denn? Ey, das ist ein Witz. Das war jetzt so schön gezielt. Nee, natürlich nicht. Aber jetzt. Genug Abstand, reicht vollkommen. Sniper! Kann man den töten auf die Art und Weise? Okay, ist nur Schutz. Nein! Ah, down, aber zum Glück Checkpoint. Okay, machen wir jetzt Sekundärwaffe, komm. Bitte geht down, bitte geht down. Ja, komm. Den ersten hat's ordentlich. Ja, sicher, der hat nur gewartet auf mich. Aber jetzt. Hä? Wie soll ich das sonst machen, wenn nicht so? Oder verstehe ich das richtig, dass er zuerst auf die Bombe schießt? Okay. Ersten habe ich gesniped. Gut, habe ich. Dann kommt jetzt nur auf das an. Geh hinter die Wand. Genau. Ja, zu wenig Platz. Okay, habe ich. Boah, das war jetzt ordentlich knapp. Concentration. Stimmt, ich hätte einfach darauf ballern auch können. Da wäre er wahrscheinlich einfach weggegangen. Mhm. Hat super funktioniert. Muss man es jetzt angucken. Ja, verstehe schon. Einmal hier rüber, einmal... Nein, hat nicht ganz funktioniert. Ey, da musst du schnell sein. Musst du keine Sekunde zögern oder so. Nein, schon wieder verkackt. Und jetzt, oh Gott, jetzt wäre ich fast daneben auch noch gefallen. Das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wieder mal Eigenschulden versterben natürlich, ja. Wäre möglich. Hey, komm, ja. Na, es geht sich aus. Nein, es geht sich nicht aus. Wie schnell musst du da wirklich sein? Und da bin ich schon vor der Explosion eigentlich losgesprungen. So, jetzt muss da was sein.
Ey, das darf doch nicht wahr sein. Wie denn, wenn nicht so? Auch sogar mehr Glück als Verstand, habe ich das Gefühl. Ja, super. Ja, ich weiß, ich bin aktuell ein bisschen außer Form. Hat natürlich auch mit der aktuellen Uhrzeit ein bisschen zu tun. 3 Uhr nachts ist halt nicht unbedingt das Beste. Was übrigens auch ein Beweis ist, dass das Update doch... Jetzt bin ich runtergefallen. Ja, und jetzt leben die auch wieder, Mann. Deswegen das jetzt wieder anfangen. Ja, Treffsicherheit ist natürlich auch wieder was. Ja, bestimmt hast du mich gesehen. Von dort aus. Aber ich bin regeneriert. So, das geht jetzt runter und du bist down, oder doch nicht? Okay, hab wieder alles. Und ich glaube, ja, da hinten ist auch schon das Ziel. Ich vermute mal, das ist sogar die letzte Hürde. Ah, schon wieder. Viel zu kurz. Also es kommt wirklich auf ein paar Millisekunden an. Ja, nicht ganz. Yo, jetzt wurde ich einfach weggebounced. Was ist denn das bitte? Das ist wie dieses Mario Maker Level, wo du genau die Millisekunde abpassen musst. Dieses verdammte 10 Sekunden Level. Was wir bei Kino aufgenommen hatten. Aber jetzt... Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Ist da irgendeine Abkürzung, wo ich das abbremsen kann, eventuell? Ich schau mir das jetzt kurz mal an. Es gibt doch nur die Wege, ja? Das ist es. Ach so, dass ich vielleicht mit dem anfange. Ja, okay, das ist logisch. Ja, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Also ich muss erst mit dem unteren anfangen. Bevor ich zu laut werde. Ah, das war wieder viel zu scheiße. Nee, diesmal geht es sich aus. Weißt du nicht, warum ausgerechnet jetzt? Nee. Was war denn das jetzt? Ja, okay, die 300 Coinage-Punkte sind mir egal, aber... Trotzdem, das ist... Ach, du Scheiße. Jawohl. Da schaust du einmal nicht hin und du bist einfach schon direkt wieder down. Jetzt musst du sogar... Nein! Ey, die bauen echt alles ein, was abfuckt. Wirklich alles. Aber jetzt bin ich drauf. Ich wollte schon sagen, das ist jetzt ein bisschen verzögert. Wäre natürlich Absicht gewesen. Treffe ich das von da? Nee. Okay, das muss mit einer Bombe gehen. Was? Ach so. So. Jetzt ist es angekommen, ja. Okay, das Sprungschild war nur für die Bombe da. Nice. Geschafft. Aber generell sind wir eigentlich ziemlich schnell heute unterwegs. Also ich hatte schon Folgen, da war ich auf jeden Fall lahmarschiger. Zwei haben wir auf jeden Fall schon. Ich glaube, es gehen sich noch zwei weitere raus, wenn wir gut sind. Aber jetzt erstmal schauen wir uns die Linie an. Und tatsächlich, da ist der Ding, ist das Dingsbums. Sie haben die neunte Linie entdeckt. Sie wird nur im Streckennetz angezeigt. An Stationen mit diesem Kreis finden Sie die vier Dingsbumse. Da sollten Sie hin. Für die Entdeckung einer neuen Linie gibt es eine Belohnung. Kommen Sie zu mir. Jo, die Belohnung holen wir uns gleich mal. Wenn das ja jetzt wirklich die letzte ist, außer das mit dem J stimmt halt wirklich... Dann würde ich mal behaupten, dass es wahrscheinlich jetzt so viele Punkte bekommt. Dass ich so viele Punkte bekomme. Okay, es sind nur 2000, aber gut. Es könnten weniger sein. Ich glaube, am Anfang waren es nur 500. Wenn mich nicht alles täuscht. Nice.
Dennoch werden wir die Linie H übrig lassen, denn wir haben noch ein bisschen was anderes zu erledigen. Wie gesagt, wir werden es nach Buchstaben machen, das heißt H, E, F, G und dann erst H. Ist sogar ganz gut eingeteilt. Was ist das nächste? Fahre auf den Propellerplattformen zum Ziel. Hört sich jetzt vom ersten Augenblick nicht so schwer an, aber ich weiß ja ganz genau, wie das läuft. Und natürlich schon wieder mit Kleckskonzentrator. Ganz ehrlich, nur mehr Sniper oder was? Da muss jeder Schuss sitzen, sage ich. Okay, ich muss... Ich bin echt wieder runtergefallen, Mann. Und das kriegt hier bei der ersten Plattform. Da ist ja nicht mal irgendwas Kompliziertes. Da bin ich selber mehr kompliziert als das Teil. So, ja, aufpassen. Nicht runterfallen. Ich glaube, es scheitert schon wieder an mir. Komm. Ich habe nicht ewig Zeit. Wahrscheinlich sind Gegner auch noch da. Ich habe gerade irgendwie gegnerische Farbe, glaube ich, wahrgenommen. So ist es auch. Ich konzentriere mich jetzt. Na, der Propeller, der... Ich wäre schon wieder fast weg. Komm, jetzt geh hin. Mach schneller. Nein! Ja, super. Und jetzt, jetzt bin ich tot. Dieser verdammte Gegner hat mir gerade die Tinte weggeblasen. Ach, komm doch. Der Typ ist nichts wert. Aber schafft es trotzdem, mich abzufacken. Nein! Ey. Ich glaube, mein Controller ist gleich kaputt. Okay, das sage ich eh immer. So, Concentration. Das ist sogar ganz easy. Das ist ja nicht mal kompliziert. Das ist ganz einfach. Aber wenn man sich selber schon wieder nur Steine in den Weg legt, dann ist es ja logisch. So, der ist jetzt down. Okay, der belästigt mich nicht mehr. Trotzdem, wo muss ich da hin? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der einfach nur da stehen bleibt, oder? Hey, ernsthaft jetzt? Ach so, ich muss jetzt warten, bis er auf der Spitze ist, oder? Hä? Verstehe ich nicht. Ja, sicher muss ich doch. Aber den Sprung schaffe ich niemals. Kann ich das noch abballern? Nee. Das ist so ein Metall, was keine Farbe annimmt. Ich verstehe es gerade echt nicht. Also die einzige Möglichkeit, die ich noch habe, ist, dass ich da mich jetzt rüberballe, aber... Hä? Ist da... Ach so! Oh Mann! Der Klassiker. Wenn ich den nämlich jetzt anballer, dann müsste ich ja genau hin teleportiert werden. Wartet. Genau so ist es. Okay, also das war echt gut. Das muss man so lassen. Ich habe mit dem wirklich am wenigsten gerechnet. Was sind das jetzt wieder für eine Plattform? Okay, ich bin hier. Dieses Drehen verwirrt halt extrem. Okay, da geht's gleich direkt nicht weiter. Ich weiß schon, was Sache ist. Es kann nur das sein, oder? Nein, an das habe ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht schaffe ich es noch mit dem Sprung. Nee, schaffe ich nicht. Ey, das Teil dreht sich 30 Mal schneller als das vorherige. Ich muss vorher das hier abballern, glaube ich. Nee, geht gar nicht. Ich sage ja, das ist nichts für schwache Nerven.
So, einmal. Aber das hat anscheinend irgendwas bewirkt. So, Wartungsarbeiten am Server beginnen jetzt steht gerade. Okay. Das ist aber nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich hoffe mal, das hat jetzt keine Auswirkung auf mein Spielerlebnis hier. Nicht, dass ich jetzt gekickt werde, das wäre schon dämlich. So, hat das jetzt irgendeine Auswirkung? Ach so, okay. Das Tor geht auf. Aha, gut. War das bitte schon das letzte? Komm, mach mir den Gefallen. Nee, da wäre schon das Ziel gewesen. Okay, ich glaube, eine Passage kommt tatsächlich noch. Ist sogar dieselbe Ding wie vorhin, nur halt auf einer anderen Position. Sogar mit zwei Sniper natürlich. Ah, zwei Sniper, okay, das ist nicht ganz. Mit zwei Gegnern, aber sind schon down. Immer wieder alles hier einfärben. Ah, und die fliegt sogar mit mir jetzt gemeinsam hoch. Zuerst mal Gegner ausschalten, ganz wichtig. Der ist... Hä? Der... Ja, sicher habe ich dich nicht berührt, jetzt aber. Aber bitte hier jetzt nicht noch Game Over gehen, das wäre echt ein Highlight. Aber ich muss, glaube ich, die Gegner nicht zwingend besiegen. Wieder so ein verdächtiges Tor. Ernsthaft jetzt? Nee, oder? Ich will nicht nochmal. Das Spiel schafft es halt wirklich, mich immer wieder mit irgendwelchen solchen Kleinigkeiten zu belästigen. Auch eine Sniper auch noch. Jetzt ist sie natürlich da. Sie darf natürlich in so einer Mission nicht fehlen. Aber ich hätte... Nee, schade. Ah, ich hab's erwischt. Oh Gott. Ah ja, und jetzt, wo ich sie besiegt habe, geht da hinten das Tor auf. Ich hab's schon gesehen. Okay, sonst ich müsste mich eigentlich nur mal rüberballern, wenn ich das richtig verstehe. Komm, bitte. Mach keine Faxen. Ja, da hinten ist das Ding. Es kommt jetzt nur auf diesen einen Treffer an. Jetzt nicht an der Stelle sterben. Das wäre echt peinlich. Hallo? Okay, hat funktioniert. Gut, hier ist das Ziel. Wir haben es geschafft. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich die heutige Folge direkt beenden. Wir haben drei Missionen wieder geschafft. Eigentlich würde ich mich auf so vier eigentlich beschränken, 4 bis 5. Das Problem ist, ich bin mit 20 Minuten Folgen eigentlich ganz zufrieden. Und wenn ich jetzt nachrechne, für die restlichen 38... dann sind das umgerechnet noch circa 12 Folgen, so in etwa. Ja, ich sag mal, dass wir wahrscheinlich in Folge 25 oder spätestens bei Folge 27 fertig sind mit dem Ganzen, sag ich mal. Sollte es nicht irgendwelche größeren Skandale geben. Aber sollte das doch passieren, dann habe ich auch kein Problem, vielleicht mal eine XXL-Folge zu machen mit so 50 Minuten oder was weiß ich. Was hätten wir hier noch? Triff alle 7 Kugelschalter. Ah. Wie gemacht für Achterkugeln. Gut, Achterkugel, das lese ich schon mal nicht gerne. Deswegen lassen wir es für heute bleiben. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao Leute.